Sie auch. Und Sie sind unter anderem zuständig für das Monitoring der Schwebfliegen und Laufkäfer im Franz-Projekt und werden uns aber auch was zu den Ergebnissen des Monitorings der Vögel und Feldhasen erzählen. Ist das korrekt? Genau. Super, dann haben Sie das Wort. Okay, dann werde ich jetzt als Erstes die Präsentation teilen. Oh. Ich kann die Präsentation jetzt nicht teilen, weil ich den Bildschirm nicht freigeben darf, meinen. So, ich hoffe, Sie sehen das Richtige. Ja, so wie es aussieht, ja. Gut, nachdem die technischen Holpersteine geklärt sind, möchte ich Ihnen jetzt was zu den Ergebnissen der Erfassung von Wirbeltieren und Insekten im Franz-Projekt erzählen. Zuerst noch kurz was zum Hintergrund dabei. Hier sind die Entwicklung von den typischen, die Bestandsentwicklung der typischen Vögel der Agrarlandschaft dargestellt. Und wie Sie sehen können, sind die Bestände Ende der 70er Jahre stark eingebrochen und haben sich seitdem auch nicht wiederholt. Der Bestandstrend ist sozusagen konstant leicht negativ geblieben. Und insofern ist es sehr unwahrscheinlich, dass bis 2030 die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung erreicht werden. Und so, und in diesem, vor diesem Hintergrund ist es natürlich wichtig zu wissen, inwieweit Maßnahmen, wie sie in Franz umgesetzt werden, förderlich für Vögel und andere Arten der Agrarlandschaft sind. Kurz noch, bevor ich die Ergebnisse präsentiere, noch kurz was zur der Methodik unserer Erfassung. Also für Vögel ist es eine Standardrevierkartierung an 8 Begehungen im Jahr. Die Feldhasen erfassen wir durch Scheinwerfertaxation im Februar und März. Beide diese Kartierungen versuchen, die komplette Betriebsfläche, auf der Maßnahmen umgesetzt werden, abzudecken. Das sind ungefähr 3000 Hektar, die dann jährlich kartiert werden. Laufkäfer werden in zwei Fangperioden im Sommer und im Herbst erfasst. Einfach mit der Standardmethode für Laufkäfer, das sind Barberfallen, das sind Löcher, die im Boden eingelassen sind, in die Tiere dann reinfallen. Pro Betrieb bauen wir zwischen 30 und 50 Fallen auf. Die Schwebfliegen werden von Mai bis August erfasst, entweder mit Streifnetzfängen oder Malesefallen. Diese Malesefallen sind im Prinzip Reusen für Fluginsekten. Die fliegen da rein, versuchen da irgendwie nach oben wegzukommen und landen dann in dieser Reuse im Fanggefäß. Alternativ werden Streifnetzfänge eingesetzt und diese Streifnetzfänge werden an 5 Fangterminen im Jahr in dieser Periode durchgeführt. Und wir versuchen so zwischen 10 und 12 Mal diese Fallen auf jedem Betrieb aufzustellen, um die Maßnahmenkontrollflächen abdecken zu können. Die Scheinwerfertaxation der Feldhasen, das ist im Prinzip einfach, dass dann die zu kartierenden Flächen mit dem Auto abgefahren werden, mit einem starken Scheinwerfer abgeleuchtet werden und dann eben alle Hasen und andere Wirbeltiere, die gesichtet werden, dann aufgenommen bzw. punktgenau verortet werden. Diese Erfassung machen wir bzw. meine beiden Kollegen gerne zusammen mit den Landwirten, denn die haben doch eine bessere Idee, wo man auf dem Betrieb gut längs fahren kann, wo man vielleicht im Auto stecken bleiben würde. Seit Projektbeginn sind ungefähr 1300 Feldhasensichtungen aufgezeichnet worden. Und die Ergebnisse davon ist, was man daraus dann ableiten kann, dass die Feldhasendichte, also die Anzahl der Feldhasen pro Fläche, pro Hektar, auf den meisten Betrieben zugenommen hat und auf den meisten Betrieben auch ungefähr oder zumindest auf 2 Betrieben deutlich über der Vergleichsdichte für die entsprechenden Großräume, Großlandschaften liegt. Insofern kann man hier sozusagen, wie es aussieht, dass scheint was Positives für die Hasen passiert zu sein auf den Franz-Betrieben. Die Feldvögel haben sich auch über den Projektzeitraum positiv entwickelt. Hier sind einfach die Anzahl der Sichtungen pro Jahr
dargestellt. Besonders auffällig oder besonders sichtbar sind diese Zunahme bei der Grauammer, der Heidelerche, dem neuen Töter und der Rauchschwalbe. Was auch bemerkt wurde, ist, dass einige Arten tatsächlich während der Projektzeit Lasswand erst auf den Betrieben überhaupt wieder neu beobachtet wurden. Also zum Beispiel Grauammer, Braunkehlchen und Rebhuhn haben während der Maßnahmenumsetzung die Betriebe erst wieder, in Anführungszeichen, wieder besiedelt. Und die allermeisten der Beobachtungen dieser neu dazugekommenen Arten sind tatsächlich in Maßnahmen gemacht worden. Dann ist insofern wirklich davon auszugehen, dass hierfür die Maßnahmen ursächlich waren, dass diese Arten jetzt wieder auf den Betrieben gefunden werden. Die einzige Art, die abnimmt, ist der Kiebitz. Das ist schlicht und ergreifend eine Widerspiegelung der stark negativen bundesweiten Bestandsentwicklung dieser Art. Die häufigste Feldvogelart ist die Feldlerche. Die ist jetzt hier in dieser Darstellung gar nicht aufgetaucht. Dafür ist sie hier. Hier haben wir die Anzahl die Revierpaardichten, also Anzahl Revierpaare pro Fläche, von 2016 bis 2020. Die letzten Jahre sind hier leider noch nicht mit dabei. Wie man sehen kann, nimmt die Feldlerchendichte auf der Betriebsebene generell zu. Auffällig ist, dass hier Blühstreifen vor allem in den ersten Jahren nach der Anlage der Blühstreifen besiedelt werden, wenn die Vegetation noch lückiger ist und insofern für die Feldvögel attraktiver. Und so hatten wir zum Beispiel in Lüneburg 25% aller Feldlerchenbuten in frisch angelegten Blühstreifen. Eine Maßnahme, von der die Feldlerchen besonders profitieren sollte, sind die Feldlerchenfenster im Getreide. Und hier ist tatsächlich so, dass auf Schlägen mit Feldlerchenfenstern im Wintergetreide 80% mehr Revierpaare sind als im Wintergetreide ohne Feldlerchenfenster. Allerdings ist der Effekt im Sommer, oder sagen wir Sommergetreide, ist im Prinzip ähnlich gut wie ein Wintergetreideschlag mit Feldlerchenfenster, da die späte Einsaat oder der spätere Aufwuchs des Sommergetreides auch entsprechend noch hinreichend lückige oder offene Vegetation für die Feldlerche bietet. Wenn wir jetzt sozusagen alle Maßnahmen uns angucken, wie die auf die Vögel wirken, können wir sehen, dass im Prinzip über alle Maßnahmen doppelt so viele Vogelsichtungen gemacht werden können wie auf den Kulturflächen. Besonders förderlich oder besonders viele Sichtungen sind in der Brache, in vorgewendeten Blühstreifen, Insektenwand- und Feldvogelstreifen gemacht worden. Ein Aspekt, der für Feldvögel wichtig ist, die Struktur im Acker. Das sind diese speziellen Feldvogelmaßnahmen, die eben auf den Ackerflächen liegen und da eben Bereiche mit wenig Dichte oder gar keine vegetationsfreie Bereiche sind. Und die sind eben für Feldvögel deutlich förderlich und wir haben in diesen Bereichen deutlich erhöhte Vogeldichten im Vergleich zu den nicht aufgewerteten Ackerflächen. Also zum Beispiel bei den Feldvögeln sind es sechs bis achtfach höhere Vogeldichten. Jetzt kommen wir zu den Insekten, also es sind Laufkäfer und Schwebfliegen, die wir im Rahmen des Franz-Projektes erfassen. Hier ist jetzt sozusagen für die untersuchten Maßnahmen und die Kontrollen, sind einfach nicht aufgewertete Ackerflächen. Hier ist einfach die Anzahl der Arten, also die Diversität aufgetragen. Was wir generell erstmal sehen können, ist, dass die Laufkäfer viel artenreicher sind als die Schwebfliegen. Das ist einfach eine Konsequenz, dass dass es viele Offenland-Laufkäferarten gibt, aber nicht so viele Offenland-Schwebfliegenarten. Was wir trotzdem für beide Artengruppen sehen können, ist, dass die Artenzahl in den Maßnahmen erhöht ist gegenüber den Kontrollflächen, mit Ausnahme des Mais-Stangenbohnen-Gemenges, das kaum besser abschneidet als die Kontrollflächen.
Bei den Laufkäfern ist besonders der Insektenwall auffällig, da eine zweifach erhöhte Artenzahl gegenüber den Kontrollflächen aufweist. Und was auch noch sozusagen ein Ergebnis ist, auch, dass sozusagen ein Drittel aller nachgewiesenen rote Listearten auf den Betrieben, also sozusagen oder insgesamt nachgewiesenen rote Listearten bei Laufkäfern, kommen nur in den Maßnahmen vor. Also ohne die Maßnahmen würden diese Arten auf den Betrieben komplett fehlen. Die Laufkäferdaten lassen sich nicht sehr gut auswerten auf die Anzahl der Individuen, weil die Bodenfallen keine echten Populationsdichten erfassen, sondern nur sogenannte Aktivitätsdichten, die sich zwischen den einzelnen Arten unterscheiden können. Insofern sind die sozusagen die Gesamtanzahl der gefangenen Laufkäfer schwer vergleichbar. Wenn man sich jedoch auf eine Art konzentriert, kann man das sehr wohl vergleichen zwischen den sozusagen die Ergebnisse dieser Bodenfallen. Und eine häufige Art und auch im Prinzip eine typische Agrarart oder eine typische Art der Agrarlandschaft ist der Goldlaufkäfer. Und wie wir hier sehen können, das ist die relative Häufigkeit, das ist sozusagen die Anzahl der gefangenen Individuen korrigiert für die Anzahl der Fallen, ist diese Art deutlich häufiger in den Blühstreifen und im Extensivgetreide. Und hier fördern die Maßnahmen also nicht nur die Arten, also die Diversität, sondern tatsächlich auch die Individuenzahl. Wo wir auch mit Individuenzahlen auswerten können, ist bei den Malesefallen, die im Prinzip auch da in dem Sinne quantitativ fangen. Und wenn wir jetzt hier uns die Anzahl Individuen bei Hautflüglern und Zweiflüglern, also Fliegen, zumindest bei Fliegen angucken, sehen wir, dass zumindest im mehrjährigen Blühstreifen und vor allem im Extensivgetreide mit Untersaat und auch im Insektenwall deutlich mehr Individuen gefangen werden als auf den Kontrollflächen. Eine Frage ist jetzt, ob sozusagen das gute Abschneiden des Extensivgetreides mit Untersaat gegenüber zum Beispiel dem Extensivgetreide selber, ob das tatsächlich eine Konsequenz des erhöhten Blütenangebotes ist. Da brauchen wir im Prinzip noch Daten, mehr Daten, da hier die Datenlage noch nicht so richtig gut ist, um sicher diese Schlussfolgerung ziehen zu können. Also das Fazit ist, dass die Maßnahmen wirken offensichtlich. Wir sehen bei allen Zielorganismen hier eine Zunahme von der Artenzahl als auch der Individuenzahl, entweder auf Maßnahmenebene oder auf Betriebsebene. Und es ist auch wichtig, dass wir eine Mischung verschiedener Maßnahmentypen umsetzen, um eben die verschiedenen Ansprüche der ökologischen Ansprüche der verschiedenen Arten abdecken zu können. Wichtig ist auch die Qualität der Maßnahme, also dass natürlich die Lage im Betrieb und auch die Mindestgröße dann wichtig. Was sich auch abzuzeichnen scheint, ist, dass die Insektenwelle sehr wirkungsvoll sind und das Feldflächenfenster auch nur auf großen Wintergetreideschlägen zu empfehlen sind. Was auch klar ist, dass jeder Betrieb, dass es ist auf jedem Betrieb Flächen gibt, die durch geeignete Maßnahmen ökologisch sinnvoll aufgewertet werden können. Hierzu noch ein ganz kurzes Beispiel. Die Maßnahmen können nämlich auch gut benutzt werden, um existierende Strukturen, also hier Feldsäule, diese kleinen, zum Teil temporären Gewässer auf den Schlägen, zu verbinden und so tatsächlich sozusagen so einen Synergieeffekt zu produzieren und dementsprechend wirklich eine erhöhte Maßnahmenwirkung zu produzieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch an alle anderen, ohne die wir diese Begleitforschung gar nicht umsetzen können.